Haushaltsberatung. Ich sehe keinen Widerspruch, also können wir so verfahren. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 6, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 4436, Neudruck. Vorratsdatenspeicherung stoppen. Ich öffne die Aussprache und erteile für die Piraten dem Herrn Kollegen Schwert das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte gläserne Bürgerinnen und Bürger. Ich fand ihn gut. Derzeit sehen deutsche Sicherheitspolitiker mal wieder ihre schönsten feuchten Träume in Griffweite, die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung. Machen wir dazu ein Gedankenexperiment. Wir bekommen doch alle diese schönen neuen maschinenlesbaren Personalausweise. Die können aus einer gewissen Entfernung kontaktlos ausgelesen werden. Was wäre denn, wenn wir an jedem Hauseingang einen solchen Scanner installieren, der automatisch erfasst, wer wann das Haus betritt oder verlässt, und wir diese Information für 3 Monate aufbewahren? Die Vorteile liegen doch auf der Hand. Passiert in diesem Haus ein Verbrechen, könnte man ganz einfach nachvollziehen, wer sich zu der Zeit dort aufgehalten hat. Kommt Ihnen diese Idee auch ziemlich dämlich vor? Natürlich würde jeder Kriminelle mit einem IQ oberhalb eines durchschnittlichen Sicherheitspolitikers seinen Ausweis zu Hause lassen oder gleich durchs Fenster einsteigen. Die Vorstellung, man könnte so Verbrecher aufhalten, ist absurd. Stattdessen hätte das ganz andere Effekte. Wer sich zur falschen Zeit am falschen Ort aufhält, gerät unter Verdacht. Man wird begründen müssen, warum man ausgerechnet in diesem Haus war. Man könnte komplette Bewegungsprofile von einzelnen Personen anfertigen. Mir wird mulmig bei so einem Gedanken. Ihnen auch? Aber genau das und noch Schlimmeres planen paranoide Innenpolitiker dieser Republik, wenn sie die Vorratsdatenspeicherung einführen wollen. Für einen zweifelhaften Nutzen sollen Privatsphäre und Unschuldsvermutung weitgehend abgeschafft werden. Die Vorratsdatenspeicherung betrifft zum einen den digitalen Raum, zum anderen aber auch das echte Leben. Bewege ich mich im Internet, wird lückenlos erfasst und gespeichert werden, wann und wo ich gewesen bin. In der Realwelt wird durch das Speichern der Verbindungsdaten von Mobiltelefonen eine lückenlose Überwachung erreicht. So kann der Staat erfahren, wer wann wo war. Und das ohne jeden Anlass und ohne jeden Verdacht. Denn man kann ja nie wissen, ob sie nicht vielleicht doch finstere Pläne schmieden. Was für den Haustürscanner gilt, gilt auch für die Vorratsdatenspeicherung. Zur falschen Zeit am falschen Ort bin ich verdächtig und muss meine Unschuld beweisen. Wird man sich stets trauen, im Internet seine Meinung zu äußern? Können Journalisten ungestört recherchieren? Wie ist es mit der ärztlichen Schweigepflicht, dem Beichtgeheimnis? Kann man mit dem Mobiltelefon in der Tasche noch an einer Demonstration vorbeigehen oder lässt man das besser? Was ist, wenn diese Daten in falsche Hände geraten? Was ist mit dem Risiko von Erpressung, zum Beispiel auch bei Politikern? Was ist mit Wirtschaftsspionage? Das Missbrauchspotenzial ist enorm. Nirgendwo sind Daten vollkommen sicher, auch nicht bei staatlichen Stellen. Der Witz ist, während sich jeder harmlose Normalo stets fragen muss, ob er sich gerade verdächtig macht, werden echte Kriminelle entsprechende Technik einsetzen, um ihre Identität zu verschleiern. Fangen kann man mit der Vorratsdatenspeicherung höchstens ein paar Dumme. Der Preis? Totalüberwachung der digitalen und realen Bewegungen der Bevölkerung. Alle Untersuchungen zeigen, dass mit Vorratsdatenspeicherung nicht mehr Kriminalfälle aufgeklärt werden als ohne. Gegen Terrorismus, organisierte Kriminalität und dokumentierten Kindesmissbrauch war sie nachweislich wirkungslos. Auch ohne Vorratsdatenspeicherung wurden in Deutschland über 70% aller bekannt gewordenen Delikte im Internet erfolgreich aufgeklärt. Außerhalb des Internets lag die Quote nur bei 55%. Als 2009 schon mal eine Vorratsdatenspeicherung in Kraft war, hat sich die Aufklärungsquote überhaupt nicht erhöht.
Das Argument, wir müssten aufgrund einer EU-Richtlinie handeln, ist nicht stichhaltig. Erstens kann Deutschland in Europa seinen politischen Einfluss geltend machen. Zweitens erlaubt der Artikel 114 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union, begründet von einer Verordnung abzuweichen. Zudem ist die Sache gerade vor dem Europäischen Gerichtshof. Vielleicht, ich hoffe es sehr, fliegt Ihnen das sowieso alles um die Ohren. Und nicht zuletzt, die Totalüberwachung, die wir bei der NSA so anprangern, würden wir mit der Vorratsdatenspeicherung auf eigenem Boden selbst einführen. Wir sind dabei, unseren Kindern einen schlüsselfertigen Überwachungsstaat zu hinterlassen. Im Gegensatz zu diesen Plänen wäre selbst ein Haustürscanner harmlos. Freiheitsrechte sind nicht verhandelbar. Sprechen Sie sich bitte mit uns gegen jeden Plan zur Einführung der Vorratsdatenspeicherung aus. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schwert. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Kafkas. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es war im vorangegangenen Wortbeitrag häufiger von Paranoia die Rede. Ich kann nur sagen, man kann das auch bezogen auf Ängste in anderer Richtung dann sehen. Man muss allerdings, und da gebe ich durchaus zu, dass man darüber streiten kann, nicht paranoid sein, um tatsächlich verfolgt zu werden. Nur, meine Damen und Herren, an der Stelle würde ich dazu raten, gerade weil es, ich glaube, in allen Fraktionen hier aus ganz unterschiedlichen Gründen durchaus auch kritische Diskussionen zu dem Thema gibt, das mit aller Sachlichkeit zu betreiben und nicht in eine Wortwahl zu verfallen, die womöglich Andersmeinende in der Frage ganz deutlich in eine ganz falsche Ecke stellt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn das, was da gerade an, ich sag mal, Zuordnungen von Begrifflichkeiten erfolgt ist, passt normalerweise nicht zu so einem ernsten Thema. Wenn Sie sich selber vergewissern wollen, können Sie das ja untereinander machen. Aber ich glaube, hier im Parlament sollte man so miteinander umgehen, dass man denjenigen, die eine andere Meinung haben, dann nicht von vornherein unterstellt, dass sie das aus irgendwelchen zu beanstandenden Beweggründen machen. Das will ich vorweg sagen. Darüber hinaus zur Sache selbst. Es gibt diese EU-Richtlinie, ob man die gut findet oder nicht. Es gibt darüber hinaus allerdings bei der EU auch Zweifel über diese EU-Richtlinie. Sie haben das Verfahren angesprochen. Ich persönlich denke, wir sollten, und wir bewegen uns da ja auch auf einem rechtlich in Deutschland durchaus schon bereiteten Terrain, wir sollten uns vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes, vor dem Hintergrund der Probleme, die derzeit auf der EU-Ebene auch mit dieser Richtlinie erörtert und juristisch behandelt werden, etwas entspannen und an der Stelle uns nicht gegenseitig Dinge vorwerfen, die absolut unrichtig und falsch sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn es gibt das Recht auf informationelle Selbstverwaltung. Das achten wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten hoch. Es gibt das Recht, dass man seine eigenen Daten beschützt. Es gibt allerdings auch Menschen, und da bin ich in der Tendenz etwas anderer Meinung als der Vorredner, die Räume, die sie für rechtsfrei halten, obwohl sie es nicht sind, dazu ausnutzen, Dinge vorzubereiten, die die Gesellschaft sich so nicht bieten lassen kann. Und da stellt sich die Frage, an welcher Stelle wir mit welchen Mitteln reagieren. Und ich darf Ihnen eins sagen, nach unserer Meinung bedarf es überhaupt eines Anlasses, um über die Frage von Mindest- oder Höchstspeicherdauern sich zu unterhalten. Darüber hinaus muss die Frage des möglichen Zugriffs, und wie gesagt, ich will mich da noch gar nicht festlegen, des möglichen Zugriffs immer unter dem Vorbehalt eines richterlichen Beschlusses gesehen werden und auch einen begründeten Anlass geben. Das sind die Grundsätze, zu denen wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten uns in der Frage immer bekannt haben. Und wenn diese Grundsätze nicht eingehalten werden, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann gibt es so ein Instrument wie Vorratsdatenspeicherung mit uns nicht. Nur, wir wollen uns an der Stelle
nicht der Diskussion durch das Runterbeten von irgendwelchen Selbstbeschäftigungsthesen eine Diskussion nicht verbieten lassen, denn immerhin halten wir es für möglich, dass es da auch rechtlich durchaus eine handhabbare Regelung gibt. Die gibt es ja auch beim G10-Gesetz, die gibt es auch bei Telekommunikationsdaten. Insoweit darf ich Ihnen sagen, rüsten Sie ein bisschen ab, diskutieren Sie mit uns weiter, aber erteilen Sie an der Stelle keine Denkverbote, weil Bedenken gegen Vorratsdatenspeicherung gibt es. Es gibt aber auch Menschen, die aus ganz ehrenwerten Gründen da sehr positiv mit umgehen mit dem Thema und auch sehr verantwortlich. Und denen würde ich nicht Verantwortungsbewusstsein generell absprechen wollen. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Lammler zulassen? Ja, klar. Herr Lammler, bitte schön. Ja, Herr Körfges, vielen Dank für die mehr vom rechtsfreien Raum, die Sie gerade eben angebracht haben. Ist Ihnen bekannt, dass die gleichen Gesetze, die für uns auf der Straße oder auch hier im Plenum gelten, auch für die Menschen im Internet gelten? Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Richtig. Habe ich auch. Ich habe, wenn das falsch rübergekommen ist, dann hat es entweder was mit dem Absender oder mit dem Empfängerhorizont zu tun. Es gibt keine rechtsfreien Räume und die lassen wir auch nicht zu. Es gibt allerdings leider auch keine unrechtsfreien Räume. Es gibt eben nicht die Möglichkeit, von vornherein zu sagen, da passiert nichts in diesen Zusammenhängen. Und insoweit bitten wir einfach darum, die Diskussion mit Augenmaß zu führen, wenn sie geführt werden muss, und jetzt nicht aus Ihrer Sicht hier Denkverbote zu erteilen. Deshalb werden wir den Antrag ablehnen. Herr Kollege Körfges, es gibt eine zweite Frage von Herrn Abgeordneten Düngel. Herr Düngel. Ja, lieber Herr Kollege Körfges, vielen Dank, dass ich die Zwischenfrage stellen darf. Ich habe jetzt aufmerksam Ihrem Redebeitrag zugehört. Ich habe durchaus kritische Worte zur Vorratsdatenspeicherung gehört, speziell ja dann auch zur anlasslosen Vorratsdatenspeicherung. Verstehe ich Sie richtig, dass die SPD-Fraktion hier im Landtag Nordrhein-Westfalen genau wie Ihre Kollegen in Schleswig-Holstein diesem Antrag dann auch zustimmen werden? Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verstehen Sie mich falsch. Ich habe sehr wörtlich und sehr ausdrücklich gesagt, dass wir dem Antrag nicht zustimmen werden, weil wir einer weiteren Diskussion in der Frage an der Stelle keine abschließende Absage erteilen wollen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es noch genug Anlass und Raum hier geben muss, über die Frage zu diskutieren. Deshalb keine Zustimmung zu einem Antrag, der Denkverbote erteilt. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Herr Kollege. Vielen Dank, Herr Kollege Körfges. Für die CDU-Fraktion spricht der Abgeordnete Siebeke. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Herr Schwert, Sie haben eben davon gesprochen, dass ein Verbrecher mit einem IQ oberhalb eines Sicherheitspolitikers sowas nicht machen würde. Sie haben von paranoid gesprochen, wenn man hier für die Vorratsdatenspeicherung ist. Ich finde das in der Sache schon vollkommen daneben. Aber es passt in die Linie hinein, denn eigentlich ist Ihr Antrag daneben. Denn der besteht aus ganzen zwei Sätzen. Mit anderen Worten, mit gar keinem Inhalt. Dass die Antragsteller diesem Hohen Haus ein derartiges Fragment zur Beratung vorlegen, stellt aus meiner Sicht eine Missachtung des verfassungsrechtlichen Ranges dieses Parlaments als Gesetzgebungsorgan für 17,5 Millionen Einwohner dar. Darüber hinaus wird der dürftige Zweizeiler der Piratenfraktion der Bedeutung des Instruments der Vorratdatenspeicherung für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land nicht einmal ansatzweise gerecht. Herr Abgeordneter, würden Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten schwer zulassen? Immer wieder gerne. Furchtbar gerne. Vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ist Ihnen eigentlich bekannt, dass ein nahezu wortgleicher Antrag im schleswig-holsteinischen Parlament gemeinsam von SPD, FDP, Grünen und Piraten eingebracht und positiv abgestimmt worden ist? Und würden Sie das dann auch für eine Missachtung des schleswig-holsteinischen Parlaments halten? Bitte schön, der Abgeordnete Siebe. Also erstens macht es das nicht besser, wenn es in einem anderen Parlament genauso eingebracht wird. Und zweitens haben Sie bei der Aufzählung die CDU nicht erwähnt. Deswegen bleibe ich bei meiner Aussage. Eine ernsthafte parlamentarische Auseinandersetzung wollen Sie eigentlich gar nicht, sondern Sie wollen uns Ihre Meinung, das hat mein Vorredner in meinen Augen schon hier deutlich gemacht, Sie wollen uns Ihre Meinung aufzwingen. Ich möchte die Gelegenheit gleichwohl nutzen, um in aller Kürze noch einmal die Position der CDU-Fraktion zur Vorratsdatenspeicherung zu verdeutlichen. In unseren Augen brauchen wir dieses Instrument, um eine Fülle schwerer und schwerster Straftaten aufklären oder sogar verhindern zu können.
Darin sind sich im Übrigen, und Sie haben eben Experten und Beurteilungen genannt und Belege, die Sie aber nie untermauert haben, sondern einfach nur in den Raum reingestellt haben. Die Experten, die dazu gehört wurden, sind sich darüber einig, dass dieses Instrument tragfähig ist und wichtig ist. Zudem ist Deutschland, das ist eben auch schon erwähnt worden, mittlerweile das einzige von 28 EU-Ländern, das die diesbezügliche EU-Richtlinie nicht umgesetzt hat. Ich bin zuversichtlich, dass wir hier mit dem künftigen Bundesjustizminister oder Bundesjustizministerin, wer das auch immer sein mag, schnell zu einer guten Lösung kommen werden, um die Sicherheit der Bevölkerung in Deutschland zu verbessern. Und dementsprechend steht es auch im Vertrag der möglichen Großen Koalition im Bund. Ausdrücklich hinweisen möchte ich in diesem Zusammenhang noch auf zwei Aspekte, die bei der Debatte um die Vorratsdatenspeicherung häufig falsch dargestellt werden. Erstens, bei der Vorratsdatenspeicherung werden nur Verbindungsdaten erfasst, nicht aber die Inhalte der Kommunikation. Zweitens, die Daten werden dort gespeichert, wo sie anfallen, nämlich bei den Telekommunikationsunternehmen und nicht etwa bei Sicherheitsbehörden. Und jetzt nehme ich noch einen dritten Punkt dazu. Die Daten werden nur für einen begrenzten Zeitraum von wenigen Monaten erfasst und anschließend vollständig gelöscht. Was daran ein hochproblematischer Grundrechtseingriff sein soll, so wie im vorliegenden Antrag von Ihnen unterstellt, erschließt sich mir persönlich nicht. Im Übrigen habe ich nichts dagegen, dass wir auf europäischer Ebene für höhere, europaweit verbindliche Datenschutzstandards eintreten und meinetwegen auch über eine Reduzierung der derzeit vorgesehenen Mindestspeicherdauer von 6 Monaten diskutieren. Der Koalitionsvertrag im Bund zielt hier auf 3 Monate ab. Aber bitte schön, dass erst in einem zweiten Schritt nach Umsetzung der entsprechenden EU-Richtlinie, zu der wir rechtlich verpflichtet sind. Denn es lässt sich in Brüssel besser als rechtstreuer Mitgliedstaat, denn als Rechtsverbrecher verhandeln. Die CDU-Fraktion wird den vorliegenden Mini-Antrag der Piraten deshalb ablehnen und freut sich auf die weitere Diskussion mit einem besseren Fundament. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Siewicke. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Frau Kollegin Schäfer. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte meine Rede gerne mit einem Zitat beginnen, dass die Freiheitswahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger nicht total erfasst wird und registriert werden darf, gehört zur verfassungsrechtlichen Identität der Bundesrepublik Deutschland, für deren Wahrung sich die Bundesrepublik in europäischen und internationalen Zusammenhängen einsetzen muss. Wer jetzt meint, dieses Zitat wäre gefallen im Zusammenhang mit der anlasslosen und massenhaften Überwachung der NSA und des britischen Geheimdienstes, der irrt sich, denn dieses Zitat stammt aus dem Gerichtsurteil des Bundesverfassungsgerichts im Rahmen seines Urteils vom 2. März 2010 zur Vorratsdatenspeicherung. Gegen das Gesetz hat es ja eine breite Bürgerbewegung gegeben. Es hat 34.000 Menschen gegeben, die Verfassungsbeschwerde genau gegen dieses Gesetz eingelegt haben und letztendlich auch Recht bekommen haben. Denn die anlasslose und massenhafte Vorratsdatenspeicherung stellt einen tiefen Eingriff in unsere Privatsphäre dar. Mit der anlasslosen Vorratsdatenspeicherung werden alle Bürgerinnen und Bürger unter Generalverdacht gestellt, obwohl sie zu dem Zeitpunkt der Datenerhebung und Datenspeicherung eben keine Straftaten begangen haben. Das heißt, unsere Daten werden letztendlich präventiv erhoben, präventiv gespeichert, weil es sein könnte, dass wir alle Kriminelle sind oder Terroristinnen und Terroristen. Das heißt, die Unschuldsvermutung wird damit praktisch ausgehebelt. Und das halten wir als Grüne, das haben wir immer deutlich gemacht, nicht für verhältnismäßig. Und deshalb sprechen wir uns auch gegen eine anlasslose Bevorratung von Daten aus. Was durchaus stimmt, das gestehen wir auch zu, dass eben keine Daten über den Inhalt der Kommunikation gespeichert werden, sondern eben nur in Anführungsstrichen die Verkehrsdaten. Aber allein mit den Verkehrsdaten kann schon rekonstruiert werden, wer wie lange, mit wem und wann von wo aus kommuniziert hat. Und damit lassen sich Bewegungsprofile darstellen, weil wir alle, die hier auch sitzen, ständig kommunizieren und Daten produzieren. Und deshalb finde ich diesen Satz, ich habe nichts zu verbergen, so fatal,
Denn schon mit der Speicherung der Verkehrsdaten und der potenziellen Möglichkeit, eben auch Bewegungsprofile machen zu können, können wir beeinträchtigt werden in der Ausübung unserer Freiheitsrechte oder, um mit den Worten des Bundesverfassungsgerichts hier zu sprechen, Zitat, die anlasslose Speicherung von Telekommunikationsverkehrsdaten ist geeignet, ein diffus bedrohliches Gefühl des Beobachtetseins hervorzurufen, das eine unbefangene Wahrnehmung der Grundrechte in vielen Bereichen beeinträchtigen kann. Und diesem Satz des Bundesverfassungsgerichts möchte ich nichts mehr hinzufügen, weil er stimmt. Wir wissen, dass sich mit den schrecklichen Anschlägen vom 11. September 2001 eine ganze Reihe von Verschärfungen in der Sicherheitsgesetzgebung erfolgt sind. Dazu gehört auch die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung, die eine konkrete Reaktion auf die Terroranschläge in Madrid im März 2004 waren. Allerdings, und auch das gehört zur Wahrheit dazu, kann eine Vorratsdatenspeicherung, eine Bevorratung von Daten eben keine Terroranschläge verhindern. Genauso wie eine Videoüberwachung des öffentlichen Raums, und das haben wir hier häufig diskutiert, keine Straftaten verhindern können, sondern allenfalls Informationen für Ermittlungsverfahren liefern können. Und deshalb finde ich, dass wir unseren Bürgerinnen und Bürgern nicht vorgaukeln können, dass es eine Sicherheit gäbe, die es letztendlich nicht gibt, und gleichzeitig mit dieser Begründung eben Bürgerrechte einschränken. Derzeit sind, das ist auch gerade schon angesprochen worden, noch zwei Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof anhängig, in denen die Vereinbarkeit der EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung mit den Grundrechten der Europäischen Union überprüft werden. Wir sind sehr gespannt auf die Entscheidung des Gerichtshofs, die ja sehr wahrscheinlich auch bald schon anstehen wird. Und wir meinen auch, oder ich meine, dass man vor dieser Entscheidung des Gerichtshofs eigentlich keine neuen Pläne zur Vorratsdatenspeicherung in Deutschland machen sollte, bevor dieses Urteil da ist. Sowohl die Vorratsdatenspeicherung als auch die Videoüberwachung, wir haben beides hier schon im Parlament mehrfach diskutiert, wir werden es auch wahrscheinlich noch häufiger diskutieren. Der Standpunkt der Grünen ist klar. Ich denke, das habe ich gerade auch noch mal klar gemacht, was wir von der Vorratsdatenspeicherung halten als unverhältnismäßigen Eingriff in unsere Freiheitsrechte. Klar ist aber auch, und ich denke, das wissen hier auch alle, dass wir damit einen Dissens mit unserem Koalitionsvertrag oder mit unserem Koalitionspartner haben. Bekannt ist auch, wie man in entsprechenden Fällen, wenn man zu keinem Konsens kommt in der Koalition, wie man abstimmt. Entsprechend werden wir uns verhalten. Ich möchte aber auch noch mal was sagen. Kommt zum Ende in Richtung Piraten, weil mir das wichtig ist. Sie haben hier einen sehr verkürzten Antrag gestellt, zwei Sätze. Sie wollten hier offensichtlich nicht wirklich eine qualitativ gute inhaltliche Debatte über diesen Antrag führen. Das finde ich, oder über das Thema führen. Das finde ich sehr schade. Offensichtlich haben Sie diesen Antrag gestellt, um uns hier als Koalition zu spalten über ein Bundesthema. Auch das finde ich dann ehrlich gesagt der Debatte und des Themas nicht angemessen und auch für ein Stück weit populistisch. Frau Schäfer, da war noch eine Zwischenfrage, aber die Redezeit war auch abgelaufen. Wenn Sie die Zwischenfrage noch zulassen, ist Herrn Kollegen Schwert von den Piraten. Klar, bitte. Herzlichen Dank, dass Sie das noch zulassen. Mir geht es um die Frage, oder die Frage soll lauten, wie wollen Sie denn diskutieren, was eine Vorratsdatenspeicherung ist und was nicht? Also wie wollen Sie diesen Diskussionsbedarf klären, wo jetzt eine Vorratsdatenspeicherung ist oder nicht? Also was hindert Sie daran, sich jetzt dazu festzulegen oder zu entscheiden, was eine Vorratsdatenspeicherung ist? Frau Kollegin. Erstens haben wir momentan keinen Gesetzesvorschlag darüber, wie entsprechend eine Vorratsdatenspeicherung ausgestaltet werden soll. Wir haben zwei Verfahren anhängig beim Europäischen Gerichtshof. Ich halte das auch für sinnvoll und notwendig, das entsprechend abzuwarten, was der Gerichtshof da entscheidet. Und was das Abstimmungsverhalten hier im Parlament angeht, denke ich, habe ich mich gerade sehr deutlich ausgedrückt. Vielen Dank, Frau Kollegin Schäfer. Für die FDP-Fraktion spricht der Kollege Dr. Orth. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das riecht ja hier förmlich nach großer Koalition bei der Debatte um diesen Antrag, der, das hat die Kollegin Schäfer gesagt, wirklich etwas knapp geraten ist. Deswegen haben wir uns als Liberale, obwohl wir in der Sache voll und ganz bei Ihnen stehen, auch etwas schwer getan zunächst.
wie wir mit diesem Antrag umgehen sollen. Wir haben aber, nachdem auch der Neudruck da ist mit der Änderung, dass es sich hier um die Ablehnung der anlasslosen Vorratsdatenspeicherung handelt, gesagt, da werden wir auch mitstimmen und werden Sie unterstützen in Ihrem Anliegen, weil es auch unsere ureigenste Position ist. Und Frau Kollegin Schäfer, da müssen Sie sich auch fragen lassen, wie Sie Ihr Abstimmungsverhalten den Menschen draußen erklären wollen. Sie reden hier erst sehr löblich, sehr richtig gegen die anlasslose Vorratsdatenspeicherung, um dann am Ende nicht den Mut zu haben, Ihrem eigenen Koalitionspartner zu sagen, was Sie wollen und auch dazu zu stehen. Politik hat es noch nie gut getan, wenn man sich am Ende wegduckt, meine Damen und Herren. Politik bedeutet, Überzeugungen vertreten, auch gegen Widerstände, und sei auch der Koalitionspartner der Widerstand. Und da können Sie sich ein Beispiel, nehmen an der guten Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger. Vier Jahre haben wir zusammen mit der CDU regiert. 4 Jahre wollte die CDU das, was ihr die SPD innerhalb von wenigen Tagen gibt, meine Damen und Herren. Und 4 Jahre ist das nicht gekommen, wo Sie nicht mal den Mut haben zu sagen, dass Sie zu anderen Werten stehen als Ihr Koalitionspartner. Ich Herr Kollege Dr. Ort, es gibt eine Zwischenfrage des Herrn Kollegen Priggen. Hören Sie die zulassen? Nicht zu, sondern Sie sollten vielleicht erst mal alle nach Hause gehen und sich fragen, wenn Sie wirklich bei Ihrer Haltung bleiben, was das eigentlich bedeutet. Und der liebe Kollege Körfkes, das war ja ein Eiertanz ohne Ende. Ja? Da reden Sie davon, Sie möchten eine sachliche Debatte. Ja, wollen Sie jetzt sachlich Vorratsdatenspeicherung oder wollen Sie sie sachlich nicht? Ja? Ihr Innenminister sagt immer, ja, ich bin dafür. Andere waren dagegen. Was ist denn jetzt? Was zählt denn jetzt? Ich kann nur sagen, wenn man mal schaut im Jahr 2007. Wer hat das denn eingeführt? 9. November 2007. Der Deutsche Bundestag in namentlicher Abstimmung mit 366 Ja-Stimmen. Und siehe da, es waren nur Mitglieder von CDU, CSU und SPD, meine Damen und Herren. Sie wollten das doch schon immer. Und Karlsruhe ist Ihnen doch nur dazwischen gekommen. Dann sagen Sie das doch auch hier und tun nicht so, als ob Sie eigentlich doch der Anwalt derer sind, die für Datenschutz sind, meine Damen und Herren. Bekennen Sie sich dazu, wie die CDU, CSU. Es merkt sowieso jeder, dass sich in Deutschland nun leider etwas ändert in puncto Datenschutz und auch in der Frage der Abwägung zwischen Sicherheit und Freiheit. Und wir als Liberale treten immer dafür ein, dass der Mensch nicht zunächst als derjenige gilt, der ein potenzieller Straftäter ist. Wir wollen auch nicht, dass Menschen so überwacht werden, dass sie ihr Verhalten verändern. Und Frau Kollegin Schäfer, auch wunderbare wieder Rede gegen die Videoüberwachung. Ja? Wer hat denn die Videoüberwachung erst jüngst im Polizeigesetz wieder bestätigt? Rote und Grüne, meine Damen und Herren. Es ist immer schön, wenn Sie Sonntagsreden halten. Ich würde mich freuen, wenn Sie zu Ihren Werten stehen würden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Ort. Für die Landesregierung das Wort Herr Minister Jäger. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Aus Shakespeares Hamlet stammt der Satz. Die freuen sich aber, sind schnell zu begeistern. Stammt der Satz, weil Kürze des Witzes Seele ist, fasse ich mich kurz. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen von den Piraten, bei diesem Antrag stelle ich fest, er ist kurz, er ist übersichtlich witzig, eine tiefere Seele hat er allerdings nicht. Ganz im Gegenteil, ich glaube, er ist diesem wichtigen, diesem sehr vielschichtigen Thema völlig unangemessen. Ich glaube, und das habe ich, habe in den letzten 3 Jahren an vielen Veranstaltungen teilgenommen, wo wir, wie immer man es nennen mag, Mindestspeicherdauer oder Vorratsspeicherung diskutiert haben. Immer bin ich Menschen begegnet, die wie ich zu Recht in der Abwägung einerseits des Rechtes auf Sicherheit und andererseits des Rechtes auf Freiheit
eine durchaus differenzierte Position eingenommen haben. Die ich übrigens, ja, beruhigen Sie sich doch mal. Wenn Sie eine intelligente Zwischenfrage stellen wollen, tun Sie es doch einfach. Also bei dieser Abwägung zwischen Recht auf Freiheit und Recht auf Sicherheit auf der anderen Seite eine sehr differenzierte Position haben. Ich finde, die darf man in dem Punkt auch haben. Aber was ich einfach vorschlagen würde, ist, bei diesem Bundesgesetz, über das wir überhaupt nicht zu entscheiden haben, bei diesem Bundesgesetz sich doch mal einer inhaltlichen Diskussion zu stellen. Herr Minister, würden Sie eine Zwischen... Ja, ich sage jetzt Herr mal Minister. Haben, da, nein, Moment nicht, Moment nicht. Haben Sie doch den Mut, haben Sie den Mut, diesen Antrag nicht zur direkten Abstimmung zu stellen, sondern im Innenausschuss einzubringen und sich einer innerlichen Diskussion zu stellen. Herr Weil Minister, ich glaube, würden Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Höhne zulassen? Nein, Moment nicht, danke. Weil ich glaube, dass bei allem Recht auf differenzierter Betrachtungsweise Sie den Fehler begehen, Dinge bei den Menschen, die zu Recht sagen, es gibt auch ein Recht auf Sicherheit, deren Sichtweise banalisieren. Und das banalisieren Sie vor dem Hintergrund, dass das nordrhein-westfälische LKA in diesem Jahr 1571 Anfragen auf Verbindungsdaten bei den Providern gestellt hat. 85% dieser Anfragen sind aufgrund der Rechtslage zurzeit nicht beantwortet haben. Von diesen 85% der Anfragen ging es bei 76% um Kinderpornografie und Jugendpornografie. Und 56% dieser Fälle konnten nicht aufgeklärt werden. Jetzt kann man ja sagen, ich bin durchaus bereit, selbst diese Nichtaufklärungsquote im Verhältnis des Rechtes auf Freiheit zu akzeptieren. Aber ich hätte damit einer solchen Haltung Probleme. Aber bitte lassen Sie es einfach sein, Menschen zu banalisieren oder auf eine Art und Weise zu kritisieren, die eine andere Haltung als Sie in dieser Frage einnehmen. Weil ich nämlich glaube, ein Staat, der den Menschen Sicherheit verweigert, der ist auch kein Rechtsstaat mehr. Zugleich muss aber abgewogen werden, wie weit Freiheit gilt und wo sie ihre Grenzen findet. Und ich sage es jetzt noch mal: Haben Sie doch mal den Mut, diese Diskussion, eine Abwägung mit uns zu führen, statt diesem Parlament einen Zweifel vorzulegen, der in einer direkten Abstimmung erfolgen soll. Jetzt konzentrieren wir uns doch einfach mal, wo stehen Minister, wir eigentlich bei dieser Frage? Es gibt eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten. Wo stehen wir eigentlich bei dieser Diskussion? Zulassen? Nein, ich lasse keine zu. Nein. Ich diskutiere noch mal. Mein Angebot ist, bringen Sie den einen Innenausschuss. Wir können hier sehr vertiefend diskutieren. Aber deshalb beantworte ich auch keine Zwischenfragen, weil Sie sich dieser inhaltlichen Diskussion nicht stellen wollen. Sonst tue ich das übrigens sehr gerne. Wo stehen wir eigentlich? Wir stehen an dem Punkt, dass gegen Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren läuft. Weil Deutschland als einziges Land in der Europäischen Union bisher diese Richtlinie nicht umgesetzt hat. Nicht 1,26 Euro, sondern das beantragte Zwangsgeld gegen die Bundesrepublik Deutschland beträgt 315.000 Euro, 36.054 Euro pro Tag. Übrigens sind die Schweden zum gleichen Zwangsgeld verurteilt worden, obwohl sie allerdings verspätet diese Richtlinie eingeführt haben. Und Herr Dr. Orth, wenn Sie sich jetzt rühmen, 4 Jahre lang das verhindert zu haben, sagen wir einfach, nehmen Sie 4 mal 365 mal 315.000 Euro pro Tag, dann wissen Sie ungefähr, wie hoch das Zwangsgeld für die Bundesrepublik Deutschland sein wird. Das ist das eine Verfahren. Das zweite Verfahren ist, dass sowohl Österreich als auch Irland feststellen lassen wollen, ist diese Richtlinie eigentlich mit europäischem Recht zu vertreten. Ich bin der Auffassung, bevor da irgendetwas passiert, ist diese Entscheidung abzuwarten. Aber ich muss Herr Dr. Orth auch nochmal in Ihre Richtung sagen, wieso klagen da eigentlich nur Irland und Österreich und Deutschland nicht? Warum haben Sie 4 Jahre lang die Chance nicht ergriffen, gegen diese Richtlinie zu klagen? Also, Sie wissen alle, dass heute Morgen ein Koalitionsvertrag vorgelegt worden ist, der, wie ich finde, mit diesem Thema verantwortungsvoll umgeht. Nämlich unter Beachtung der europäischen Rechtsprechung, also der Zulässigkeit der Richtlinie, und zugleich unter größtmöglicher Wahrung von Freiheit eine Lösung zu suchen.
Übrigens, weil wir ja nicht inhaltlich diskutieren wollen hier, sei von mir nur angemerkt, richterlicher Vorbehalt, nur bei schweren Straftaten, nicht der Staat speichert, sondern die Provider, und die müssen das in Deutschland tun, so wie sie es übrigens 90 Jahre lang seit der Erfindung des Telefons bis zum Jahre 2009 in Deutschland getan haben. Also, ich glaube erstens, der Landtag soll hier gleich namentliche Abstimmung über einen Zwei-Zeilen-Antrag abstimmen, der ein Bundesgesetz betrifft. Ich finde das gegenüber einem solchen Parlament respektlos. Zweitens, an die Kolleginnen und Kollegen der Piraten, haben Sie den Mut, diesen Antrag im Innenausschuss einzubringen? Ich werde das gerne mit Ihnen diskutieren. Herr Minister, ich würde Sie bitten, noch am Platz zu bleiben. Herr Minister Jäger, es gibt zwei Kurzinterventionen. Eine von dem Herrn Abgeordneten Höhne von der FDP-Fraktion und von dem Kollegen Herrmann von der Fraktion der Piraten. Herr Kollege Höhne, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Minister Jäger, ich habe mich gerade ein bisschen gewundert, dass Sie die Zwischenfrage nicht zugelassen haben. Schließlich haben Sie ja vorher ganz gönnerhaft das Plenum hier aufgefordert, Zwischenfragen zu stellen. Ich finde, dann sollte man auch den Mut haben, die zuzulassen. Dann haben Sie gesagt, das Land wäre nicht zuständig. Seitdem ich hier in diesem Hohen Hause angehören darf, kann ich mich erinnern, zu Zeiten der schwarz-gelben Bundesregierung, dass Sie im Prinzip fast stündlich Bundesratsinitiativen gefordert haben, um hier über die Landespolitik in die Bundespolitik auch einzugreifen. Insofern haben Sie dieses Argument selber schon entkräftet. Sie haben eben gerade angesprochen, die Aufklärungsrate. Das ist eben in der Antragsbegründung ja schon gesagt worden. Was ist denn, und das sollten Sie zur Kenntnis nehmen, eigentlich mit den Aufklärungsraten passiert? Als wir schon mal die Vorratsdatenspeicherung hatten, da hat sich grundlegend nichts verändert. Insofern zieht auch dieses Argument nicht. Und dann haben Sie angesprochen, das Recht auf Freiheit und das Recht auf Sicherheit. Vielleicht können Sie da ja mal etwas Nachhilfe geben. Nun bin ich kein Jurist, aber ich weiß, dass das Recht auf Freiheit im Grundgesetz relativ weit vorne zu finden ist. Das Recht auf Sicherheit und erst recht nicht das Supergrundrecht habe ich da noch nicht gefunden. Und Als allerletzter Punkt, ich glaube, man kann es sich in der Politik oder andersrum, Politik macht es sich, glaube ich, auch oft künstlich viel zu schwer. Warum denn nicht auch einfach, wenn es einfach geht, als hätten Sie irgendwie anders argumentiert, wenn dieser Antrag im Ausschuss gewesen wäre. Dazu hätten wir 100 Anhörungen machen können. Sie hätten nichts an Ihrer Haltung hier geändert. Darum ist auch das nicht richtig, was Sie hier gesagt haben. Sie sollten mal zu einer vernünftigen Lösung kommen und die Freiheitsrechte der Bürger auch wirklich achten. Vielen Dank, Herr Kollege und Herr Minister, Sie haben das Wort. Sie hatten mich selbst gerade aufgefordert, Nachhilfe zu geben. Das waren, glaube ich, Ihre Worte. Ich finde, das jetzt wäre ein bisschen überheblich der Landesregierung gegenüber einem Abgeordnetenkollegen. Dann sehen Sie es einmal nach, da ich das jetzt als Abgeordneter tue. Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Aufgabe aller staatlicher Gewalt. Ich sage Ihnen jetzt eines, diese 876 Opfer von Kinderpornografie haben eine Würde in diesem Land, die es zu verteidigen gilt. Das herabzusetzen und Freiheitsrechte drüber zu stellen, ist falsch. Das sage ich Ihnen ganz offen. Wir müssen einen Abwägungsprozess führen. Wir müssen einen Abwägungsprozess darüber führen, was tolerieren wir auf der einen Seite an Einschnitten der Freiheit der Bürger und was gewinnen wir an der anderen Stelle an Sicherheit dazu. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen, warum ich glaube, dass diese Diskussion völlig überhöht ist. Ich habe eine Handyrechnung aus dem Jahre 2009 zu Hause liegen. Damals hatte ich noch den normalen Vertrag, das in minutenweise abgerechnet wurde. Da ist wie selbstverständlich aufgeführt, jede einzelne Verbindung mit jeder einzelnen Nummer. Die Älteren unter uns werden sich wahrscheinlich noch erinnern, dass selbst bei Erik Ode, der seinen Assistenten immer im Mordfall angewiesen hat, doch zu ermitteln, mit wem das Opfer in den letzten Tagen telefoniert hat. Bis 2009 war das selbstverständlich, dass Verbindungsdaten gespeichert wurden. Erst als diese Flatrates kamen und die Provider die Daten nicht mehr gespeichert haben, gab es die Notwendigkeit eines Gesetzes, das, gebe ich gerne zu, schlecht gemacht worden ist. Aber so zu tun, als sei das etwas völlig Neues, was hier erfunden worden wäre, ist falsch. Die Abspeicherung der Verbindungsdaten hat es immer gegeben. Und ich glaube, in einem vernünftigen Abwägungsprozess, nämlich nur bei schweren Straftaten,
nur unter Richtervorbehalt, glaube ich, ist das es wert, es miteinander abzuwägen und nicht, wie Sie es von vornherein kategorisch abzulehnen. Herr Minister, vielen Dank. Vielen Dank. Es gibt ja nun die zweite Kurzintervention. Das Wort hat der Kollege Herrmann von den Piraten. Ja, vielen Dank, Herr Minister. Ganz kurz zur Erläuterung, zur Kürze dieses Antrags auch noch mal. Vielleicht ist es nicht ganz deutlich geworden. Dieser Zweizeiler ist der Inhalt der Koalitionsvereinbarung der Fraktionen SPD, Grüne und SSW in Schleswig-Holstein. Das dazu. Und zur Vorratsdatenspeicherung EU-Richtlinie. Sie haben hier mit der Kinderpornografie argumentiert. Ich finde das wirklich ein wirklich schlechtes, schäbiges Argument. Also zum einen muss man noch mal ganz klar sagen, 99% der Fälle, wo Kinder missbraucht werden, finden im Umfeld der Familie statt. Das Internet hat damit überhaupt nichts zu tun. Laut Fachleuten ist das Thema im Internet überhaupt nicht mehr relevant, weil der Verfolgungsdruck immens ist, ohne Vorratsdatenspeicherung auch. Aber ich habe noch einen ganz anderen Punkt. Dieses Argument wird halt oft herangezogen oder war mit ein Grund, die Vorratsdatenspeicherung in Europa einzuführen und beizubehalten. Das macht ja jedes EU-Land oder viele EU-Länder, unter anderem auch Polen und Ungarn. Die nutzen diese Daten aber für ganz andere Zwecke, zum Beispiel um Bürgerrechtler und kritische Journalisten zu ermitteln. Jetzt, das sind die gleichen Daten, die auch hier gespeichert würden. Jetzt frage ich mich, wie stehen Sie denn zu dieser Verwendung dieser Vorratsdaten? Herr Minister, bitte. Herr Mann, da brauchen wir noch lange nicht gar nicht lange darüber streiten, dass wenn eine solche Verwendbarkeit von Daten tatsächlich in Polen und Ungarn gegeben wäre, ist das verwerflich. Aber darüber reden wir doch gar nicht. Wir reden über etwas anderes. Wir reden darüber, dass Verbindungsdaten des Internets und des der Telefonie für, so sieht es der Vertrag vor, 3 Monate vom Provider vorzuhalten. Und nur wenn es den Verdacht einer schweren Straftat gibt und nur auf Beantragung der Staatsanwaltschaft und durch Genehmigung des Richters Strafverfolgungsbehörden Einblick und nur auf diesen Fall und auch nur auf diesen Anschluss bezogen haben soll, darüber reden wir. So. Herr Herrmann, ich will da jetzt wirklich nicht drauf herumreiten, weil das Thema, finde ich, ekelig genug ist. Aber wenn Sie sagen, Kinderpornografie würde keine Rolle mehr spielen, wir haben in Nordrhein-Westfalen. Entschuldigung. Ja, er hat. Also. Entschuldigung. Wollen Sie mich jetzt bewusst missverstehen oder was? Also, hören Sie einfach mal zu schreien. Versuchen Sie einfach mal zuzuhören. Ich finde, das Thema ist wirklich ernst und es ist geboten, darüber vernünftig zu reden. Herr Herrmann hat gesagt, das spielt Kinderpornografie im Internet keine Rolle mehr, weil der Verfolgungsdruck so ist. Dann sage ich Ihnen, seit 3 Jahren. Gibt es einen permanenten Missbrauch eines Kindes aus Nordrhein-Westfalen, der in Chats beschrieben wird mit einem anderen amerikanischen Pädophilen. Wir haben aus den amerikanischen Providern diese IP-Adresse geliefert bekommen und können den Täter seit 3 Jahren nicht, wo permanent dieser Missbrauch verfolgbar ist, nicht ermitteln. Ich finde es wert, zumindest mal abzuwägen, ob die Sicherheit dieses Kindes nicht unter Umständen gleichwertig zu sehen ist unter der Sicherheit, unter der Frage des Rechtes auf Sicherheit auf der anderen Seite. Deshalb nochmal meine Aufforderung, stellen Sie sich der Diskussion im Innenausschuss und lassen Sie hier diese abstimmen. Vielen Dank, Herr Minister. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor und wir sind damit am Schluss der Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende Fraktion der Piraten hat direkte Abstimmung beantragt. Wir kommen somit zur Abstimmung über den Inhalt des Antrages Drucksache 4436 Neudruck. Die Fraktion der Piraten hat gemäß § 44 unserer Geschäftsordnung eine namentliche Abstimmung zu dem Antrag Drucksache 4436 Neudruck beantragt. Nach Absatz 2 dieses Paragraphen erfolgt die namentliche Abstimmung durch Aufruf der Namen der Abgeordneten. Die Abstimmenden haben bei Namensaufruf mit Ja oder Nein zu antworten oder zu erklären, dass sie sich der Stimme enthalten. Ich bitte nun den Herrn Abgeordneten Marquardt, mit dem Namensaufruf zu beginnen. Herr Abel. Herr Abruschak. Herr Dr. Adelmann. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben wieder das gleiche Problem wie eben. Ich muss einfach mal darauf hinweisen, dass die Akustik hier oben eine andere ist als im Plenarsaal. Das hatten wir eben schon mal bei der namentlichen Abstimmung. Und ich bitte Sie sehr herzlich im Interesse auch der Schriftführer hier,
jetzt etwas Ruhe zu halten. Wir haben fast 22 Uhr, das ist nicht mehr ganz einfach. Aber ich glaube, wenn wir uns jetzt ein bisschen daran halten, sind wir auch in der Lage, diese namentliche Abstimmung ordentlich über die Bühne zu bekommen. Herr Kollege, Sie haben das Wort. Herr Dr. Adelmann, Herr Alder, Frau Altenkamp, Frau Andres, Frau Asch, Herr Bass, Herr Bayer, Herr Becker Andreas, Herr Becker Horst, Frau Bär, Frau Dr. Beisheim, Herr Bell, Frau Benninghaus, Herr Vandenberg, Herr Dr. Berger, Herr Dr. Berger, Herr Berghahn, Herr Dr. Bergmann, Herr Boy, Herr Bialas, Herr Biesenbach ist entschuldigt, Frau Birkhahn, Frau Birkhahn, Herr Bischof, Frau Blask, Herr Börner, Herr Börschel, Herr Börschel, Freifrau von Böselager, Freifrau von Böselager, entschuldigt, Herr Bolte, Herr Bombis, Herr Bombis, Herr Dr., Herr Professor Dr. Bovermann, Frau Brandt, Frau Brems, Herr Breuer, Herr Brockes, Frau Dr. Bunse, Herr Burkhardt, Herr Busen, Herr Dahm, Herr Deppe, Frau van Dinter ist entschuldigt, Frau Dmoch-Schweren, Frau Doppmeier, Herr Dr. Droste, entschuldigt, Herr Dudas, Frau Düker, Herr Düngel, Herr Eiskirch, Herr Ellerbrock, Herr Engstfeld, Frau Fasse, Herr Fehring, Herr Feuß, Herr Fortmeier, Frau Freimuth, Herr Fricke, Herr Ganske, Herr Gabrecht, Herr Gatter, Frau Gebauer, Frau Gebhardt, Herr Geier, Frau Gödicke, Herr Goldmann, Herr Golland, Frau Grofowiak-Schmieding, Herr Große-Brömer, Herr von Grünberg, Herr Grunendahl, Herr Grunendahl, Frau Güler, Herr Hart, Herr Dr. Hachen, Frau Hack, Herr Hafke, Herr Hahnen, Frau Hammelrath-Gabriele, Frau Hammelrath-Helene, Frau Hanses, Herr Hausmann, Herr Hegemann, Herr Heinrichs, Frau Hendricks, Herr Herrmann, Herr Hertha, Herr Hilser, Herr Höhne, Herr Hovenjürgen,
Frau Hove, Herr Hübner, Herr Jäger, Herr Jahl, Frau Jansen, Herr Jörg, Herr Jostmeier, Herr Jung, Herr Kämmerling, Herr Kaiser, Herr Kamid, Herr Kerkhoff, Herr Kerkhoff, Herr Kern-Nikolaus, Herr Kern-Walter, Herr Keimis, nein. Frau Kieninger, Herr Glocke, Frau Klöpper, Herr Körfges, Frau Kopp-Herr, Frau Korte, Herr Kosiski, Frau Kraft, Herr Kramer, Herr Krick, Herr Krückel, Herr Krüger, Herr Kruse, Herr Kufen, Herr Cooper, Herr Kutschaty, Herr Lammler, Herr Laschet entschuldigt, Herr Laumann entschuldigt, Herr Liedenkämper, Herr Lindner entschuldigt, Herr Löcker. Herr Löcker entschuldigt, Herr Lohn. Frau Lück, Frau Lüders, Frau Lüders, Herr Lübke, Frau Lux, Frau Maaßen, Herr Melzer, Herr Markert, Herr Marquardt, nein, Herr Marsching, Herr Meesters, Frau Middendorf, Frau Milz, Herr Möbius, Herr Moritz, Herr Moritz, Herr Mustofizade, Herr Müller Hans-Peter, Herr Müller Holger, Frau Müller Witt, Herr Münchow, Herr Münstermann, Herr Nettekofen, Herr Nettelstroth, Herr Neumann, Herr Nückel, Herr Olejak, Herr Dr. Obtendrenk, Herr Ortgies, Herr Dr. Ort, Herr Ott, Herr Dr. Papke, Herr Dr. Paul Joachim, Frau Paul Josephine, Frau Philipp, Frau Pieper, Herr Post, Herr Preuß, Frau Preuß-Buchholz, Herr Priggen, Herr Rahe, Herr Rasche, Herr Rehbaum, Herr Römer, Herr Rohwedder, Herr Rüsse, Herr Rüsse, Frau Ruhkemper, Frau Rydlewski, Frau Schäfer Ute, Frau Schäfer Verena, Frau Scharrenbach, Herr Schatz, Herr Schatz, Herr Schäffler, Herr Schemmer, Herr Schick, Herr Schittges, Herr Schlömer, Herr Schmalenbach ist entschuldigt, Herr Schmelzer, Herr Schmitz-Hendrik, Herr Schmitz-Hendrik, Frau Schmitz-Ingola,
Frau Schneckenburger, Herr Schneider Guntram, Herr Schneider René, Frau Schneider Susanne, Herr Schultheiß, Herr Schulz, Frau Schulze, Frau Schulze-Vöcking, Herr Schwert, Herr Seel, Frau Dr. Seidel, Herr Siewecke, Herr Sommer, Frau Spanier-Oppermann, Herr Spieker, Herr Dr. Stamp, Herr Dr. Stamp, Herr Stein, Frau Steininger-Bludau, Frau Steinmann, Frau Steinmann, gut. Herr Professor Dr. Dr. Sternberg, Herr Stotko, Frau Stotz, Herr Sundermann, Herr Ten Humberg, Herr Thiel, Herr Tönz, Herr Tüttenberg, Herr Ünal, Herr Uhlenberg, Frau Felte, Herr Vogt Alexander, Frau Vogt Petra, Frau Vogt Küppers, Frau Vogt Küppers, Frau Fosseler, Herr Fussem, Frau Wagener, Frau Waden, Frau Watermann-Krass, Herr Wegmann ist entschuldigt, Herr Wedel, Herr Wedel, entschuldigt, Herr Wegner, Piraten, Herr Wegner, danke, Herr Weiß, Herr Weske, Herr Wirz Axel, Herr Wirz Josef, Herr Witzel, Herr Dr. Wolf Ingo ist entschuldigt, Herr Sven Wolf, Herr Wüst, Herr Wüst, entschuldigt, Herr Jetim, entschuldigt, Herr Yüksel, Frau Zentis und Herr Zimkeit. Durch. So, meine Damen und Herren, haben alle ihre Stimme abgegeben. Es ist eine Nachmeldung. Herr Rüße. Weitere Nachmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann schließen wir die Abstimmung. Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die Auszählung vorzunehmen.
Minuten fertig. So, meine Damen und Herren, ich gebe Ihnen das Ergebnis der namentlichen Abstimmung bekannt. Ihre Stimme abgegeben haben 217 Abgeordnete. Mit Ja haben gestimmt 38 Kolleginnen und Kollegen. Mit Nein haben gestimmt 179 Kolleginnen und Kollegen. Null Kolleginnen und Kollegen haben sich der Stimme enthalten. Der Antrag ist damit abgelehnt. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt.